Björn Feuerlein, du warst direkt an der Szene beteiligt, die zum Abbruch des Spiels MSV Hamburg gegen TSV Glinde geführt hat. Erzähl uns, was ist passiert? Relativ einfach. Also es gab eine Schiedsrichterentscheidung zum Elfmeter, die wir natürlich so hinnehmen mussten. Wir haben sie nicht unbedingt akzeptiert, aber gerade wenn man dann kurz vorm 0-3 steht, ist es, glaube ich, klar, dass man immer auch was am Schiedsrichter zu meckern hat. Kennen wir alle vom Fußball. Daraufhin ist dann das 3-0 gefallen. Wir sind zum Anstoß nach vorne gegangen. Der Anstoß sollte eigentlich durchgeführt werden. Daraufhin hat einer meiner Mitspieler den Schiedsrichter nochmal gefragt, was überhaupt passiert wäre. Und daraufhin hat er ihn nachgemacht, imitiert, sage ich mal, aufgrund seiner nicht korrekten Aussprache. Der kommt aus Burkina Faso, ist noch nicht so lange hier in Deutschland. Und aufgrund dieser Tatsache, was für mich ein ganz klares No-Go war, als Schiedsrichter so zu handeln, bin ich auf den Schiedsrichter zugelaufen, sehr aggressiv. Also das ist auch ganz klar. Auch die rote Karte, die er mir gegeben hat, ist meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt, weil ich einfach auch sehr aggressiv war. Ich habe ihn nicht beschimpft, ich habe ihn nicht bedroht, aber ich habe vielleicht bedrohlich gewirkt. Und deswegen hat er dann mir die rote Karte gezeigt. Daraufhin kam es noch zur zweiten roten Karte, wozu ich überhaupt nicht sagen kann, weil ich überhaupt nicht gehört habe, worum es da ging, weil ich schon auf dem Weg zu meinem Captain war und ich mit dem gesprochen habe, weil ich gesagt habe, so unter diesen Umständen können wir das Spiel nicht weiterführen, weil ich einfach sage, dass ich werfe dem Schiedsrichter nicht vor, dass er Rassist ist, aber es ist für mich eine Beleidigung, die aufgrund der schlechten Aussprache kommt, und das ist für mich eine rassistische Beleidigung. Und unter den Tatsachen wollte ich nicht weiterspielen, beziehungsweise ich durfte sowieso nicht, aber ich habe gesagt, wir sind Müllmannsberg, wir sind MSV Hamburg, und gerade wir stehen dafür, dass wir Spieler aus allen Herren Ländern in unserer Mannschaft haben, und dann akzeptieren wir sowas nicht. Wer genau hat letztendlich entschieden, dass ihr das Feld dann geschlossen verlassen habt? Ja, das war eine komische Situation, einfach aufgrund dessen, dass ich sehr aufgebracht auch gerufen habe, Jungs, wir gehen jetzt vom Platz, das lassen wir uns nicht bieten. Viele haben das auch gar nicht mitbekommen, einige der Glinder-Spieler haben das gehört, auch welche natürlich von uns, gerade auch der betroffene Spieler hat das natürlich gehört. Dann ist unser Kapitän noch zu mir gekommen, wir haben dann gesprochen und habe ich gesagt, wir müssen das jetzt hier abbrechen, weil ich halt auch zum Kapitän Stamm dazugehöre. Und daraufhin haben wir das dann gemeinsam entschieden, dass wir den Platz verlassen werden, was wir aber noch gar nicht gemacht haben, als es dann zum Spielabbruch wirklich kam, weil der Schiedsrichter dann das Spiel abgebrochen hat. Du hast gerade die Glinder angesprochen. Es gab einen Kommentar vom Hamburger Fußballverband, in dem hervorgeht, dass die Glinder eure Ausführungen nicht bestätigt haben. Wie stehst du dazu? Das kann ich soweit nachvollziehen. Nach dem Spiel hat man natürlich gesprochen. Das ist dann natürlich eine offizielle Aussage, das nicht mehr widerspiegelt, was sie uns oder was vorher kommentiert wurde, kann ich nachvollziehen. Die wollen das Spiel nicht wiederholen. Die waren klar besser. Die haben souverän geführt. Wir haben einfach eine katastrophale Leistung hingelegt. Und demnach wollen die natürlich einfach nicht, dass das Spiel wiederholt wird. Weil es waren für die sichere 3 Punkte. Warum sollten sie die jetzt gefährden durch Aussagen, die im Endeffekt wahrscheinlich in 2 Wochen dann leider Gottes wieder keinen mehr interessieren? Nun habt ihr euch sportlich damit wahrscheinlich nicht unbedingt einen Gefallen getan, dass ihr da vom Platz gegangen seid. Warum konkret habt ihr euch dennoch dazu entschieden? Das ist für mich relativ einfach, gerade in der jetzigen Zeit. Wir wissen alle, wie es um das Thema steht. Flüchtlinge, er ist kein Flüchtling, aber allgemein darum, wie sensibel dieses Thema ist. Der Deutsche Fußballverband und auch der Hamburger Fußballverband setzen sich dafür ein, Refugees welcome etc., dann darf dem Schiedsrichter sowas einfach nicht rausrutschen. Das darf nicht passieren. Und dementsprechend haben wir es einfach gesagt, das geht über das Sportliche hinaus. Ich kenne die Konsequenzen, ich werde meine Verhandlung bekommen, ich werde dafür meine Strafe absitzen müssen. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Aber das sehe ich einfach so, dass da der Schiedsrichter soweit immer noch seine Fassung halten muss und sagen muss, da steht er drüber, und sowas darf einfach einem Schiedsrichter nicht rausrutschen. Nun sind ein paar Tage seit dem Vorfall vergangen, mit ein bisschen Abstand. Würdest du die Entscheidung, so wie du sie getroffen hast, wieder treffen? Ja, auf jeden Fall. Dumme Sprüche, ein bisschen rau geht es beim Fußball irgendwie immer zu. Das gehört dazu, gerade in den unteren Ligen ist das keine Seltenheit. Wo ist für dich die Grenze, wo du sagst, ab hier geht das einfach nicht mehr, ist das nicht mehr tragbar?
Bei mir ist auf jeden Fall die Grenze beim Rassismus, definitiv. Ich sag mal so, es ist immer mal auch unter den Spielern, gibt es ja immer wieder Neckereien, gerade bei einer Ecke oder beim Freistoß, wo ziemlich Gedränge ist, da fällt dann mal der eine oder andere Spruch. Auch wir haben sowas schon erlebt, dass der Gegner ähnliche Äußerungen gemacht hat. Das kennt man, aber ein neutraler Spielführer, der das Spiel leiten soll, da ist einfach dann die Grenze, wo ich dann sage, dass... darf einfach nicht passieren. Er wird es wahrscheinlich auch, er hat es ja auch bestritten, ganz klar, vehement, auch dann nach dem Spiel. Ich weiß, was ich gehört habe, er weiß, was er gesagt hat und ich will einfach auch nur, dass da dann auch drauf geachtet wird, dass auch nicht nur die Spieler bestraft werden, weil wenn hätte ein Glinder das laut gesagt und der Schiedsrichter hätte das gehört, der Glinder wäre auch mit Rot vom Platz gegangen. Warum also darf der Schiedsrichter sowas? Okay. Vielen Dank für deine Ausführungen.